schicke dich nach Haus. Bis dunkel kannst du mich auf der ganzen Welt. Blauer Stern am Himmelsfeld. Hell und klar, hell und klar. Blauer Stern ist immer da. Blauer Stern, blauer Stern. Blauer Stern hab ich so gern. Blauer Stern, blauer Stern. Blauer Stern scheint von fern. So. Und fertig ist das Piratenschiff. Prima. Und dann mal ich noch einen Piratenschatz. Ein Piratenschatz? Was ist das denn? Oh, Tommy, das weiß doch jedes Baby. Das sind die ganzen Perlen, Schmuck, Goldstücke und so. Echt? Was machen denn die Piraten damit? Sie fahren an Land. Und dann vergraben sie den Schatz irgendwo. Wo es nur jemand wiederfindet, der eine Schatzkarte hat. Ach so. Und da muss aber dann noch ein Baum hin. Oh, Tommy. Oh, Tommy. Auf dem Ozean gibt's doch keine Bäume. Ach, jetzt ist das ganze Bild kaputt. Komm, wir gehen woanders spielen. Mach schnell, sonst kommt mein Bruder uns noch nach. Nanu, Laura, Sophie, wo wollt ihr denn hin? Wir wollten noch ein bisschen runter in den Hof spielen. Dürfen wir? Na gut, aber nur im Hof und auf dem Spielplatz, ja? Ach ja, und nehmt doch bitte Tommy mit runter. Oh nein! Oh doch. So, und was spielen wir jetzt? Du spielst jetzt hier auf dem Rasen. Und wir gehen rüber auf den Spielplatz. Tschüss! Hey, hast du nicht gehört? Wir wollen allein sein. Papa hat aber gesagt, ihr sollt mit mir spielen. Und wenn nicht, dann schrei ich. Au! Ja, ja, schon gut. Oh nee, wie werden wir den denn nur los? Ich weiß, wir spielen einfach was, was Tom überhaupt nicht mag. Rutschen? Können wir nicht was anderes spielen? Aber wieso denn? Rutschen ist doch das tollste Spiel der Welt. Aber wenn du nicht mit uns spielen willst, bleib doch einfach unten. Ich glaube, es klappt. Tommy traut sich nicht. Los, hol schnell das Mahlzeug raus. Die denken wohl, ich habe Angst. Hab ich auch. Aber wenn die sich das trauen, dann kann ich das schon lange. Oder soll ich lieber doch unten bleiben? Was meinst du denn? Du musst nur laut bellen, dann bleibe ich unten. Na gut. Okay, du fängst an. Juhu. Was machst denn du hier? Hui! Das hat Spaß gemacht. Aber du hattest doch so Angst vom Rutschen. Ach, das war letzte Woche. So werden wir den nie los. Ihr müsst aber auch rutschen. Und dem macht das auch noch Spaß. Hui! Aua! Aber uns hat er den ganzen schönen Nachmittag vermiest. Und den ganzen Nachmittag konnten wir keine Minute ohne Tommy spielen. Aber das Schlimmste ist, weil Tommy heute so viel Spaß hatte, musste ich Papa versprechen, morgen schon wieder mit Tommy zu spielen. Wenn ich doch nur was finden würde, damit Tommy uns endlich mal in Ruhe lässt. Jetzt weiß ich, was Sophie und ich machen. So, und was spielen wir jetzt? Wir gehen einfach mal Richtung Spielplatz. Oh ja, dann rutschen wir wieder. Oh, guck mal, Tommy. Was ist denn das? Das ist aber ein komisches Bild. Oh Mann, Tommy, weißt du, was du da gefunden hast? Eine Schatzkarte. Eine Schatzkarte? Aber ja, das ist eine Schatztruhe. Und daneben steht ein Pfeil.
Das heißt, wenn man dort gräbt, findet man einen Schatz. So machen das die Piraten immer. Einen richtigen, echten Goldschatz? Klar, jetzt musst du nur noch da drüben graben und dann gehört der Schatz dir. Genau hier? Aha, aber womit soll ich denn graben? Hier, du kannst meine Schaufel haben. Und ihr grabt ihr nicht mit? Wenn du willst, dann gehört der Schatz aber uns. Nee, das ist meiner. Ich hab die Schatzkarte gefunden. Das stimmt. Wir dürfen leider nicht graben. Dann müssen wir wohl jetzt ohne Tommy spielen. Ja, dann gehen wir jetzt mal. Tschüss. Und jetzt schnell hoch, dann können wir endlich in Ruhe malen. Und wenn wir dann den Schatz gefunden haben, gebe ich allen was ab. Mama, Oma, Opa und Papa und Laura und Sophie kriegen auch ganz viel, weil die so lieb zu mir waren. Doch, die Kinder? Ja, denen geht's gut. Sie spielen mit Sophie in Lauras Zimmer. Ich kann sie bis hierhin hören. Genau. Nanu, was macht denn der da unten? Und ganz alleine? Du, ich muss Schluss machen. Also bis heute Abend, Liebling, ja? Tschüss. Da geht doch was nicht mit rechten Dingen zu. Guck mal, das hat eine Brille. Genau wie du. Quatsch, Kamele haben doch keine. Guckt mal, was ich gefunden hab. Tommy. Das hast du im Graben gefunden? Die ist total schwer. Wie richtiges Gold. Das kommt aus dem Schatz. Und das ist jetzt meins. Und davon kaufe ich mir jetzt 1000 Becher Eis. Aber das heißt ja... Und wo du gegraben hast, war da noch mehr? Weiß nicht. Ich habe aber keine Lust mehr zu graben. Aber wenn ihr noch wollt, ich habe die Schaufel unten gelassen. Ich komme aber zuerst. Nein, ich hab's zuerst gesagt. Puh, ist das heiß. Hast du noch immer nichts gefunden? Nur große Steinchen und Regenwürmer, aber kein Gold und keine Edelsteine. Hurra! Gold, Edelsteine, Perlen. Wir haben den größten Schatz der Welt gefunden. Juhu! Hey, Laura! Laura! Sag mal, was wühlst du denn da im Dreck herum? Du dachtest, du findest einen Schatz, stimmt's? Tut mir leid, Kinder, aber ich glaube nicht, dass ihr da was finden werdet. Aber Tommy hat doch auch Goldmünzen gefunden. Also, die Goldmünzen, die sind aus meiner alten Münzsammlung. Ich habe sie Tommy geliehen. Was? Aber, das heißt ja, dass es hier Gold gibt, ist gelogen. So eine Gemeinheit. So, eine Gemeinheit, Dann sagt doch mal, wie ihr das nennen würdet, was ihr mit Tommy gemacht habt. Wir wollten, dass Tommy denkt, hier wäre ein Schatz. Und das war wohl ziemlich gemein von uns, dich so anzuschmieren. Tut mir leid. Mir auch. Und? Nimmst du die Entschuldigung an? Entschuldigung angenommen. So, und jetzt kommt mal alle mit. Oh ja, Eis, Eis, Eis! Ich hoffe, das tröstet euch ein wenig, dass ihr keinen echten Schatz gefunden habt. Und anschließend helfe ich euch, das Loch wieder zuzuschütten, okay? Und ich brauche auch gar keinen Goldschatz. Mein Stern ist nämlich sowieso der schönste Schatz, den man haben kann. Stimmt.